Die Installation des Device Clients kann bei Kyocera-Geräten mittels Software vom PC aus durchgeführt werden. Es ist auch möglich, die Installation direkt am Gerät vorzunehmen. Die Installation am Gerät wollen wir uns im Folgenden näher ansehen. Sie benötigen dazu das Installationspaket des Device Clients und einen mit FAT formatierten USB-Stick. Auf den USB-Stick kopieren Sie das Installationspaket für den Device Client. Am Gerät gehen Sie in das Systemmenü und wählen den Menüpunkt Anwendungen. Möglicherweise müssen Sie sich dazu als Administrator einloggen. Es kann sein, dass auf dem Gerät bereits HiPass-Anwendungen installiert sind. Auf diesem Gerät ist die Liste jedoch noch leer. Wählen Sie hier Hinzufügen aus und stecken Sie den USB-Stick ein. Nach wenigen Sekunden erscheint in der Liste das Installationspaket. Zusätzlich wird die Version angezeigt. Wählen Sie Device Client aus und dann Installation. Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird die Installation gestartet. Der Installationsvorgang dauert nur wenige Sekunden. Danach ist der Eintrag aus der Liste verschwunden und der Dialog kann mit Schließen verlassen werden. Zurück in der Liste der Anwendungen erscheint der Device Client im Status Unbenutzt. Um den Device Client auszuführen, wählen Sie Aktivieren. Jetzt wird der Device Client gestartet. Es kann etwa eine Minute dauern, bis alles gestartet ist. Es erscheint die Meldung Warte auf Server. Damit diese verschwindet und eine Anmeldung am Gerät möglich wird, muss das Gerät noch im System eingerichtet werden. Wie das geht, erfahren Sie in weiteren Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.